Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Vorschau zum Renntag in Berlin-Karlshorst. Letzten Renntag, da war ja einiges los und da gab es auch eine andere Art der Vorabberichterstattung. Dieses Mal müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem einige schöne aktive Interviews liefern. Ich habe wieder mal Videobotschaften verschickt und habe Videobotschaften zurückbekommen. Und in diese Videobotschaften schauen wir jetzt rein. Wir haben nämlich 11 Rennen im Programm. 11 Rennen, das ist ganz schön viel und deswegen starten wir direkt rein. Im ersten Rennen geht Dennis Spangenberg mit Prime of Life in die Partie. Ja, nach ihrem letzten Sieg in Karlshorst folgten 2 Disrotformen. Und da habe ich Dennis gefragt, woran es gelegen hat. Außerdem habe ich ihn gefragt, ob er was verändert hat, wie er in dieses Rennen reingeht und was er zu seinen Gegnern zu sagen hat und ob er glattgehend überhaupt einen Gegner sieht. Ja, Prime of Life hatte zweimal mit einer Disqualifikation zu tun. Sie trabte in den Bögen sehr schlecht. Beim letzten Mal, oder was heißt sehr schlecht, aber der letzte Bogen, da kam sie nicht mehr drum herum. Da bin ich allerdings in Front gefahren und bin auch in Front geblieben in der Newcomer-Serie, was eigentlich viel zu hoch gegriffen war. Naja, abgehakt, sie wurde behandelt. Sie geht in der Arbeit jetzt wieder so, wie sie damals auch ging. Und ich rechne mir in dem überschaubaren Feld eine gute Chance aus. Das zweite Rennen ist ein Rennen, welches mit dem Seriensieger-Superstar Mr. Johnny H. eine echte Granate am Ablauf hat. Und dann sind da ja auch noch Sir Bourbon, Justus Love und Instagram. Und nicht zu vergessen Victor Gens mit Honfleur. Den habe ich gefragt, wie er das Rennen von Startplatz 1 angehen will und ob er denkt, ob er Mr. Johnny H. schlagen kann. Ja, Emma, ich muss hier einmal jetzt beim Autofahren Rede und Antwort stehen. Ja, also das Rennen ist relativ stark besetzt, da hast du recht. Ich denke mit Mr. Johnny H. auch ein nicht zu schlagender Gegner im Rennen. Die Startnummer 1 ist insofern ganz gut für Honfleur, als dass sie relativ ordentlich anfangen kann und wir im besten Fall das Rennen hinter Mr. Johnny H. bekommen. Und ich denke, dann werden wir uns auf den zweiten Platz konzentrieren hinter Mr. Johnny H. und damit werden wir auch sehr zufrieden. Im dritten Rennen gibt uns der Champ persönlich die Ehre hier in Karlshorst. Ein doch seltener Besuch und vor allem am letzten Renntag, da haben wir ihn schmerzlich vermisst. Deswegen habe ich Heinz Wevering gefragt, was ihn jetzt dazu bewogen hat, Syrakus hier in Karlshorst anzuspannen und wie er sein Rennen bzw. die Gegner so einschätzt. Die Frage wird erlaubt sein. Syrakus sticht alterstechnisch mit seinen 6 Jahren ja doch etwas aus dem Feld heraus und hat vergleichsweise ja ganz schön wenig Gewinnsumme erst aufgenommen. Also habe ich Heinz gefragt, was er uns so über das Pferd sagen kann, wie er ihn schon kennengelernt hat und warum das vielleicht so ist und wie es heute laufen wird. Hören wir rein. Das Rennen in Karlshorst am Sonntag passte ideal für Syrakus und das war auch die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, ihn in Karlshorst zu starten. Und ich hoffe, dass das alles gut läuft. Also ich schätze das Rennen so ein, für Syrakus gibt es, glaube ich, da keine Gegner. Aber das ist jetzt übertrieben. Also es Gegner gibt es ja immer, ich kann ja nicht alleine da fahren, aber das Rennen sieht gut aus und wie gesagt, das ist für ihn das passende Rennen und ich glaube auch, dass er in Karlshorst gut zurechtkommt. Also ich habe mir über Syrakus mein eigenes Bild gemacht und ich bin mit seiner Arbeitsleistung zufrieden. Ob das schon reicht jetzt am Sonntag in Karlshorst, das kann ich noch nicht sagen, aber er wird ein gutes Rennen laufen. Im vierten Rennen steuert Roman Matzki Bonjour Gunny Boy AM. Ein sich immer verlässlich zeigender Wallach, der auch einfach oft starke Gegner vor der Brust hat. Ich habe Roman gefragt, wie er seine Gegner dieses Mal so einschätzt und was er sich von dem Rennen erwartet und welchen Rat er dem Wetter geben würde, was er auf seinen Schein nehmen soll.
Ja, Bonjour Gunny Boy ist sicherlich das zuverlässigste Pferd in unserem Stall. Der bringt seit jetzt mittlerweile fast 5 Jahren nur gute Leistungen. Hat er mal einen Ausfall, ist er immer entschuldigt. Hat er vielleicht mal einen Infekt gehabt, war nicht in Ordnung. Aber das Pferd ist immer in Topform, setzt sich immer voll ein. Hat leider eine ganz, ganz schwere Klasse mittlerweile. Er läuft jetzt 14er Zeiten. Eigentlich immer konstant, ist auch einmal schon 13 gegangen jetzt. Dem fehlen im Moment die Amateurfahren, dem fehlt vielleicht auch mal ein Handicap in der höheren Klasse, wo er mal eine Chance hat, nicht gegen die ganzen Seriensieger anzutreten. Die werden leider nicht ausgeschrieben. Und heute ist ein Rennen, wo man sagt, okay, das sieht nach Papierform ganz gut aus, aber Heck im Heck ist ein recht gutes Pferd in Österreich gewesen, er ist in seinen Jahrgangsrennen gelaufen. Und Lisa Lisieux hat in Schweden und in Dänemark tolle Leistungen gebracht. Die sind beide natürlich nicht zu unterschätzen. Zum Rennen für den Wetter. Ich sag mal, ich würde ihn 1, 2, 3 stellen. Er hat sicherlich eine Chance zu gewinnen, aber unter den ersten drei könnte er bei diesem Feld auf jeden Fall sein. Fünftes Rennen, Thorsten Tietz steuert Gabalier in seinen ersten Bänderstart. Er kommt aus der Pause und dann direkt der erste Bänderstart. Ich habe Thorsten gefragt, ob das ein Problem ist, wie er die Pause verkraftet hat, wie er heute ins Rennen geht und was er so zur Konkurrenz zu sagen hat. Gabalier hat nun nach der Pause 2 Probeläufe gemacht. Die waren noch nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben ihn danach noch gearbeitet und er hat danach auch besser gearbeitet, sonst hätten wir ihn noch nicht gestartet. Und ja, aus dem Band habe ich ihn zu Hause getestet und das ging ganz gut. Ich hoffe, dass es auch klappt, weil er schon mal hektisch ist, wenn die anderen Pferde auch dabei sind. Und er sollte eigentlich eine Chance haben, unter den ersten dreien zu landen. Aber dass er jetzt siegfertig unbedingt ist, das will ich nicht sagen. Und ich meine, es ist nicht so einfach, mit den Pferden in die Saison zu kommen, wenn die schon ein bisschen Gewinnsumme haben. Von daher haben wir uns für dieses Handicap-Rennen entschieden und nehmen lieber die Reise in Kauf. Und ich glaube, dass er gut laufen wird, aber noch nicht ganz auf 100 ist. Sechstes Rennen, Dennis Spangenberg im Sulky von Arabesque Haseler. Im letzten Interview hat er ja sehr optimistisch von einem Sieg im Vorlauf und eigentlich auch im Finale gesprochen. Das sollte leider nicht so klappen, aber ich habe Dennis gefragt, ob er enttäuscht war. Und ja, wie er sein Rennen heute einschätzt, seine Gegner, insbesondere Magic Love und Rolfi. Im Vorlauf lief alles nicht so für mich. Da kam ich vom Start überhaupt gar nicht gut ab, lag dann ziemlich am Ende des Feldes. Und habe mich dann auch dazu entschlossen, nur erst spät loszufahren, um fürs Finale noch Kräfte zu sparen. Aber da war der Sieger schon längst im Ziel. Und er war sicherer und guter Zweiter im Vorlauf. Im Finale bin ich dann offensiv gefahren und muss ehrlich gestehen, er wird beim Beauty ein bisschen unterschätzt zu haben. Und er ging dann außenrum ein sehr starkes Rennen, wurde auf der Linie dann von Cantadou noch erwischt. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Leistung im Vorlauf wie auch im Finale. Jetzt mit Rolfi und Magic Love sind zwei sehr gute Gegner. Er macht jetzt voraussichtlich seinen letzten Start, dann wird er erstmal 4 bis 6 Wochen Pause genießen, um dann fit and well wieder im Spätsommer, Anfang Herbst bereit zu sein. Jetzt kann er dann ein bisschen Kräfte tanken und ja, das Rennen. Ich sollte unter den ersten dreien sein, aber wo jetzt genau, das entscheidet der Rennverlauf. Im siebten Rennen habe ich mit Heiner Christiansen über Shake That Heaven gesprochen. Shake That Heaven hat beim letzten Start hier in Karlshorst auf der Überseite einen Fehler gemacht, als Heiner durch die dritte Spur aufrücken wollte. Und ich habe ihn gefragt, warum der Fehler kam und was noch im Tank gewesen wäre. Denn ich denke mal, dieser 8. Platz, der ist wirklich kein Maßstab. Heute sind die Karten neu gemischt. Ich habe ihn gefragt, was er sich von dem heutigen Start dann erwartet und wie er vor allem Taylor Swift, Marjan und den aus dem Süden anreisenden Ayayev Danerol einschätzt. Hi Emma. Ja, um deine Frage zu beantworten, warum bin ich Galopp gefahren mit Chick Seven? Ich weiß das selbst nicht so ganz genau und hatte sie gut in der Hand und ja, wollte da losfahren.
Das Rennen war sehr schnell und es war nicht alles optimal. Plötzlich sprang sie und wie gesagt, ich habe da irgendwie keinen Grund für. Naja, nun ist egal, sie war nach dem Fehler noch gut und jetzt starten wir heute und ich habe die Nummer 2. Ich muss dann eben sehen, dass ich sie vom Startblatt wegbekomme. Da sind nämlich ihre Probleme, die ersten 300 Meter, ihre Beine zu sortieren und ja, dann will ich mal schauen. Also ich werde nicht besonders schnell vom Start fahren und hoffe, dass die letzten 600-700 Meter meine sind. Die Gegnerschaft ist gut, vielleicht nicht super besetzt, aber es sind 4-5 gute Pferde in dem Rennen und mein Favorit ist Mayan mit Franzose Stama. Aber trotzdem glaube ich, dass ich irgendwie unter den ersten 3 sein müsste. Also sie hat gut gearbeitet, alles ist gut, wir sind gut drauf und dann geht's vorwärts. Im 8. Rennen sehen wir die frische Wiederqualifikantin Peekaboo Whip mit Thomas Heinzig im Wagen. Die Stute hat lange pausiert und ich war selbst dabei, wie ihre Besitzerin sie unglaublich fürsorglich und schonend wieder vorbereitet hat und mit Thomas Heinzig zusammen sie wieder rennfertig gemacht wurde. Und Tommy habe ich gefragt, wo heute in diesem Rennen der Fokus drauf gelegt wird und wie er das Rennen aus Wettersicht einschätzt. Camus, Ifgard Mail, Germinal und Newflat OV, das sind alles gute Pferde und das wird ein richtig spannendes Rennen. Ja, unsere Pika, die hatte ja leider vor ihrer Roma-Zeit einen gravierenden Fesseldreherschaden. Und da wir aber eine Menge von ihr halten, haben wir uns entschlossen, das operieren zu lassen. Haben ihr ganz viel Zeit gelassen, das auszukurieren. Und haben uns genauso viel Zeit gelassen, sie wieder behutsam aufzubauen. Ich glaube, Ende Oktober hat sie die erste Tempoarbeit bekommen. Und seitdem auch relativ regelmäßig trainiert, bis auf ein paar Tage im Winter, wo der Boden schlecht war. Also ein halbes Jahr Arbeit, Grund sollte sie noch drin haben. Und jetzt muss sie langsam eben mal Farbe bekennen. Und nach dem missglückten Probelauf in Mariendorf irgendwas, haben wir noch mal eine Kleinigkeit am Beschlag verändert, haben den Training noch mal ein bisschen umgestellt. Und letztes Mal in Karlshorst hat sie auch mir sehr gut gefallen. Das, also dagegen ging sie ganz von alleine. Ich habe feste Watte drin gehabt, die Peitsche nach hinten und habe mich nicht einmal bewegt. Also ein kleinen Tick mehr wäre wohl drin gewesen irgendwas und nun ja, wollen wir mal sehen, was unter Rennbedingungen sagt. Es sind, wie du sagst schon, sehr anständige Pferde drin, die fast nur gute Formen kennen. Und ganz so weit wird sie wahrscheinlich noch nicht sein. Wenn sie natürlich gewinnen möchte, habe ich nichts dagegen, darf sie. Aber ich werde ihr vielleicht noch nicht alles abverlangen. Wird am Start, wahrscheinlich wird sie nicht verhindern lassen, ein bisschen losfahren. Da sie ein bisschen gehfreudig ist am Start erstmal und ja auch ganz gut anfängt. Bin ich guter Dinge, dass wir eine Lage bekommen und dann werde ich versuchen, schon ins Rennen zu fahren und ja, hoffentlich landen wir irgendwo mitten im Pulk und sie kommt gesund und munter aus dem Rennen. Das wäre uns jetzt erstmal das Wichtigste und wenn alles funktioniert, irgendwann, dann wird sie schon nochmal gewinnen, demnächst. Im 9. Rennen gehen die Absahnerin und der Absahner des Tages, des letzten Geburtstagsrenntages hier in Karlshorst an den Ablauf Woodbrown Beauty Thomas Reber. Eine Wahnsinnsleistung, Vorlauf und Finale eingesackt. Da kann wirklich das gesamte Team stolz drauf sein. Und da fragt man sich, wie und wo wurde der Knackpunkt bei dem Pferd gefunden, dass sie so stark geworden ist? Ich erinnere mich, einige Renntage zuvor, da gab es auch eine Begegnung von Let's Twist a Lot mit Woodbrown Beauty, die Let's Twist a Lot schon auf der Überseite ziemlich sicher lösen konnte. Und jetzt, letzten Renntag, wurde Let's Twist a Lot direkt 2-mal im Grunde leicht stehen gelassen. So kann man das wirklich schon sagen. Es war ein bärenstarkes Laufen. Und deswegen habe ich Thomas Reber gefragt, ja, was auch heute in dem Rennen für ihn dabei ist, ob da überhaupt ein Gegner drin ist, der den beiden gefährlich werden könnte. Perfect Hall ist zwar auch ein frischer Sieger, aber dieser Sieg liegt auch schon wieder einen Monat zurück. Ja, Woodbound Beauty ist auch, die hat sich ja den letzten Start stetig gesteigert und die letzten beiden Male war sie ja nur echt super, da ging sie ja sehr, sehr gut. Und ich denke mal, dass sie auch heute wieder im Endkampf zu erwarten ist, obwohl da natürlich auch gute Pferde sind. Mit Perfect Hall ist ein gutes Pferd, Let's Twist a Lot, Nordic JC und die anderen ja auch. Ja, dann wollen wir mal gucken, aber ich denke mal, sie ist stark genug und sie ist auch gut drauf. Und ich denke mal, sie wird im Endkampf sein. Oder sie ist sehr gut drauf. Außerdem erreichten mich noch diese, ja, Home-Videos aus dem Stalle Reber. So, Rudi und ich sind wieder unterwegs, von wegen keine Berichterstattung.
Heute noch eine schöne Waldeinheit. Ja, das machen wir heute wieder in der Uni ganz prima. Schönes Wetter, nur ein bisschen windig. Sag mal. Hier ist Woodbrown Beauty, gerade beim Beinekühlen in der Au. Damit die Beine schön ausgekühlt sind und sie wieder schön in Karlshorst gute Rennen laufen kann. Im 10. Rennen wird Kai Thani von Viktor Gentz gesteuert und wir hörten ihn im letzten Interview sehr positiv über dieses Pferd sprechen. Er hat eine große Meinung von ihr und auch große Hoffnung in sie gesetzt. Diese Leistung konnte sie bis dato nicht wirklich zeigen, deswegen habe ich Viktor gefragt, ob er immer noch an sie glaubt oder ob er vielleicht etwas zu euphorisch war, ob er jetzt was verändert hat und wie er ins Rennen reingehen möchte. Ja, ich habe immer noch eine gute Meinung von Kai Thani, so ist es nicht. Beim letzten Mal in Hamburg musste ich leider zu früh oder habe mich dazu entschieden, zu früh in die Außenspur zu gehen. Und da war sie noch nicht weit genug für. Aber ich denke, jetzt in Karlshorst sollte sie auch soweit sein. Und ich erwarte ein gutes Abschneiden von ihr. Last but not least, Thorsten Tietz mit Pariturf. Ein ganz besonderes Pferd. Ich sag's immer wieder, ich bin ein riesiger Fan. Und wir haben ihn jetzt seit dem Rennen etwas länger nicht mehr am Ablauf gesehen. Der inoffizielle Probelauf, wo er als Begleitpferd unterwegs war, der sah ordentlich aus. Und jetzt ist die einzige Frage, wie Thorsten mit ihm in diese doch kleine überschaubare Partie reingehen möchte und wie er im Vergleich die anderen Pferde einschätzt. Ja, Pariturf haben wir jetzt einen kleinen Moment durchatmen lassen. Ihm ging es prächtig. Er hat eigentlich super. Er war eigentlich in guter Form, aber hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschlossen haben, ihn in Ruhe zu tun, kein gutes Rennen mehr. Und darum haben wir gesagt, okay, wir lassen ihn jetzt mal einfach 4 Wochen in Ruhe und trainieren ihn dann wieder 4 Wochen, dass er dann wieder für den Sommer fit ist. Und wir hatten eigentlich gehofft, mit ihm nach Magdeburg wieder gehen zu können und die eine oder andere Grasbahnveranstaltung mit ihm mitzunehmen. Das ist ja leider aufgrund von Corona wieder gestrichen. Das ist schade. Und ja, es ist nicht einfach mit ihm jetzt im neuen Jahr Rennen zu finden. Die letzte Saison war natürlich super, aber jetzt hat er dort natürlich auch Gewinnsumme aufgenommen und ja. Jetzt muss er eigentlich immer im Frei für alle laufen oder in der Goldserie laufen und da hat das natürlich schwer. Gut, aber es ist so, wie es ist und wir schauen jetzt einfach von Rennen zu Rennen. In Karlshorst das Rennen, das ist jetzt natürlich schön, dass man da auch im Frei für alle mal mit 5 Pferden abgehen lässt, dass die Pferde überhaupt eine Startmöglichkeit haben und ja, wir nehmen das wahr und ja, wahrscheinlich werde ich das Rennen von vorne angehen, weil er es halt liebt, von vorne zu laufen und dann werden wir schauen. Ich glaube, dass er siegfertig rauskommt. Der Probelauf, der inoffizielle sozusagen in 15, da wo er Begleitpferd war bei Groom Dancer, das hat er mit sehr viel Spaß gemacht und hat super getrabt und fühlt sich gut. Also er fühlt sich auch zu Hause gut und von daher glaube ich, dass eigentlich einem Sieg nichts im Wege stehen sollte, wenn auch das Pferd von Viktor wirklich die letzten beiden oder drei Starts überzeugt hat. Ich glaube aber schon, wir haben ihn geschlagen 2-mal und ich glaube, dass wir auch eine Chance haben, ihn ein 3. Mal zu schlagen. Das war die Vorschau zum Renntag. Jetzt am kommenden Sonntag, den 2. Mai im Pferdesportpark Berlin-Karlshorst. Ich weiß, es ist immer noch kein Zuschauer erlaubt, auch wenn das Wetter gut ist, glaube ich zumindest, hatte der Wetterbericht gesagt. Aber ihr seid im Livestream hoffentlich am Start. Und ja, Daumen drücken, dass irgendwann auch wieder Zuschauer zur Bahn dürfen. Bis dahin, ich hoffe, die aktiven Interviews haben euch gefallen, haben euch einige Tipps gegeben. Und ja, schaut die Rennen, seid dabei. Das war's. Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de